Hallo, habt ihr Lust, ein Herrenhemd zu nähen? In dieser kleinen Folge gebe ich euch ein paar Tipps zur Verarbeitung dieses wunderbaren Schnittes und ich hoffe, dass ihr neugierig werdet, selber ein Herrenhemd zu nähen und natürlich auch vor allen Dingen dieses Herrenhemd zu nähen. Also viel Spaß und nun geht's los. Und zwar habe ich hier den Schnitt für das Herrenhemd Nico, das Shirt Nico von Stocks Pattern. Und ich habe das gestern schon zugeschnitten. Heute möchte ich erstmal die Fleseline auf die Kragenteile bügeln, so wie es gehört. Und da dachte ich, ich stelle euch mal eben das Besondere an den Schnittmustern von Stocks Pattern vor. Hier seht ihr eins, das habe ich schon soweit ausgeschnitten. Und da ich dieses Hemd nur für einen meiner Söhne nähe, ist das also auch in der Größe ausgeschnitten. Normalerweise habe ich mir ja angewöhnt, diese Sachen dann abzupausen und entsprechend zu übertragen. Aber wie gesagt, das ist nur für einen der Söhne, deswegen habe ich das gleich ausgeschnitten. Was ihr sehen könnt, das ist dieses hier. Und das sind immer 10 cm im Quadrat, so dass man relativ gut abschätzen kann, wie viel Stoff man braucht. Und zwar ist es so, dass mit den Schnitten nicht nur die Schnittteile selber kommen, sondern es kommt auch eine Datei, die man runterladen kann. Das ist dann ein DIN A4-Blatt und auf dem sind die Schnittteile alle drauf und haben auch dieses 10x10. Und da kann man dann eben halt sehr schön gucken, wie groß diese Schnittteile dann tatsächlich sein werden, gemessen oder übertragen gedacht dann. So kann man sehr schön sich überlegen, wie viel Stoff man jeweils für ein Teil braucht. Das ist natürlich besonders dann wichtig, wenn man einen gemusterten Stoff nimmt. Oder einen Stoff mit Sichtung, wie was weiß ich, ein Cord oder sowas. Das ist ja für so ein Hemd auch durchaus interessant, von daher macht das Sinn. Oder aber natürlich auch, wenn man für die großen Kleider, die man ja von Stocks Pattern auch gut nähen kann und die ich ja auch schon genäht habe, schauen muss, die ganzen weiten Röcke zum Beispiel auf den Stoff passen oder wenn der Stoff, wie gesagt, gemustert ist, dann ist das ja auch so eine Sache. Mancher ist da ja sehr pingelig mit und möchte natürlich, was weiß ich, Streifen oder Musterteile genau aneinander haben. Ich habe jetzt hier eine Kragenteil bereitet und man sieht hier schon, dass Lindy von Stocks Pattern also die Kragenteile zum Beispiel auch unterschiedlich schneidet. Sie hat hier den inneren Kragen, also den inneren Kragensteg und es gibt auch noch einen äußeren Kragensteg und die unterscheiden sich natürlich etwas in der Größe, so dass der Kragen nachher nicht kippt, sondern so eine gewisse Spannung hat, die sich dann eben entsprechend selber stabilisiert. Ich habe hier ein Stück Sommerleinen. Das ist, wie man leicht erkennen kann, rosa und weiß, etwas unregelmäßig gestreift. Diesen Unterkragen werde ich jetzt also hier mit Flieseline versorgen. Das ist ja nun nichts Neues. Deswegen erzähle ich mal gleich weiter. Das Besondere an dem Heft, an dem Shirt Nico, ist nicht, dass es ein Hemd ist und auch nicht, wie soll ich sagen, grundsätzlich, dass es von Stocks Pattern kommt, sondern das Interessante an dem Shirt Nico ist, dass es ein Hemd ist, was zum Teil aus Webware genäht ist und zum Teil aus Jersey. Und zwar hat Lindy verschiedene Optionen sich ausgedacht und auch für diese verschiedenen Optionen entsprechend die Schnittteile bereitet. Ich zeige das mal eben hier. Da kann man es sehr schön sehen. Also, das sind alle Schnittteile hier und ihr seht schon, es sind drei verschiedene Ärmelvarianten zu sehen und es gibt auch zwei verschiedene Kragenvarianten. Das heißt, wir haben einmal hier einen ganz normalen Hemdärmel, wie man ihn von einem ganz normalen Herrenhemd kennt, mit einem richtigen Schlitz, einer Manschette. Und für diese Manschette bietet sie auch gleich dieses Türmchen mit an, um das also wirklich ganz professionell zu versäubern. Dann hat sie einen Schnitt für einen kurzen Arm dabei. Dieser kurze Arm, achso, das hier ist für Webware. Dieser Schnitt hier ist auch für Webware. Das ist das, was ich nähen werde, kurzärmlich für Webware.
Und dann hat sie hier noch einen Ärmel, der für einen Jersey-Stoff gedacht ist. Also langärmlich mit einem Jersey-Ärmel. Spricht natürlich nichts dagegen, den hier auch noch einzukürzen. Dann hätte man auch noch einen kurzärmeligen Jersey-Ärmel. Die beiden Kragenteile haben wir hier. Also einmal das ganz klassische mit einem Kragensteg und einem umklappbaren Kragen und einmal hier mit so einem Kragen letzten Endes. Und hier seht ihr schon die Rückenkonstruktion. Also es gibt ein Mittelteil und es gibt hier zwei Seitenteile. Und die Seitenteile gehen also unter dem Arm durch. Das heißt, hier kann man ja noch so ein bisschen das Nahtzeichen sehen für die Körpermitte, wo nachher die Ärmelnaht auch entsprechend angesetzt wird. Und diese drei Teile sind auf jeden Fall in Jersey zu nähen. Die beiden Vorderteile, rechts und links, die Passe, die hintere, die Krägen und zwei der drei Ärmeloptionen sind in Webware und die drei Rückenteile und die eine Ärmelvariation ist in Jersey. Also jede Menge zum Spielen. Also gerade auch, wenn man sich überlegt, dass man da natürlich sehr schön auch mit Mustern spielen kann. Also ein wunderbares Hemd. Es ist hinten länger. Es hat diese ganz typischen Säume, die also so ein bisschen nach ausgestellt sind. Hier kann man es auch noch sehen. Und was auch sehr interessant ist, es hat ein linkes und ein rechtes Vorderteil, die unterschiedlich verarbeitet werden. Und sobald ich da dran bin, werde ich euch die unterschiedliche Verarbeitung von den beiden Vorderteilen zeigen. Jetzt zeige ich euch aber noch mal ganz kurz den Stoff, den ich dazu kombinieren möchte. Wir haben also, wie gesagt, diesen hellen, unregelmäßig gestreiften Sommerleinenstoff. Und dazu werde ich in den Jersey-Teilen des Hemdes ein bisschen wilder werden. Manche von euch haben das auf Insta gesehen, dass ich aus dem Stoff, den ich jetzt hier habe, und der meines Wissens von Pepelinchen ist, da habe ich meiner Schwester ein T-Shirt genäht, was sie auch sehr, sehr gerne mag. Und das ist wirklich sehr schön knallepink mit so einer Batik-Optik. Und diese beiden Stoffe werde ich miteinander kombinieren. Das hier wird das Hinterteil werden, also nicht das Hinterteil, das Rückenteil dreigeteilt. Und das hier wird das Vorderteil werden aus diesem Stoff. Und der Kragen wird aus diesem Stoff sein. Und ich habe mich für die kurzen Ärmel entschieden. Das hier ist ein Viskose-Jersey, das ist ein Leinen. Beide Stoffe sind natürlich vorgewaschen. Gerade wenn man mit so unterschiedlichen Stoffqualitäten kombiniert, dann macht das noch mal mehr Sinn auszuschließen, dass es ausblutet, die Farbe, oder dass die Teile bzw. die Stoffe einlaufen. Gut, dann werde ich jetzt mal den Kragen noch mal mit Flieseline versehen. Und ich werde auch die vorderen Knopfleisten bzw. Knopflochleisten mit Flieseline versehen. Und sobald ich dann anfange, die Vorderteile zu vernähen, gerade die linke Seite ist es ja beim Herrenhemd, wo die Knopflöcher dran kommen, nehme ich euch wieder mit, denn das ist eine ganz wunderbare Verarbeitung. Das werdet ihr dann ja sehen. Bis dahin zeige euch noch mal den Kragen, denn hier ist mir auch noch mal eben was aufgefallen. Der Kragen hier ist nicht in zwei Kragenstücken geschnitten und designt, sondern es ist eines. Das heißt, die Ecken, die nachher umgeklappt werden, die sind im Stoffbruch. Und auch hier kann man sehen, dass der Kragen leicht asymmetrisch ist. Also, wenn ich das mal hier hochziehe, dann sieht man das. Hier ist der Unterkragen, das ist der Oberkragen und der Unterkragen ist ein ganz kleines bisschen schmaler als der Oberkragen, so dass das umgeklappt eben halt auch so ein ganz kleines bisschen unter Spannung steht, was den Fall bzw. den Sitz natürlich nochmal deutlich exakter macht. Sieht auch hier dieses 10x10 Kästchenmuster, also Quadratkästchenmuster. Und ansonsten alles das, was man für ein normales Schnittteil für einen Kragen braucht. Am Ende wird der ja, wie gesagt, dann so gefaltet und dann kann man den Kragen natürlich auch schon leicht erkennen, wie er dann umgeklappt sein soll. So, dann habt ihr den auch noch mal eben gesehen. Hier seht ihr jetzt das linke Vorderteil.
Und das ist ja, wie gesagt, bekanntlich das Vorderteil, wo beim Herrenhemd die Knöpfe sitzen. Und ihr seht jetzt hier auch schon eine ganze Reihe von Bügel- und Nahtzeichen. Und wie gesagt, also wenn ich das nachher verarbeite, seht ihr das nochmal. Wir haben hier die erste Umbruchlinie. Und das hier ist logischerweise dann die vordere Mitte. Und dann wird das Ganze hier einmal nach innen umgeklappt. Und dann liegt praktisch diese Kante hier auf dieser Linie, den beiden nah aneinander. Und dann wird hier eine Falte eingebaut, sodass nachher hier so eine ganz kleine Biese entlang läuft, vorne, wie man das auch kennt vom Herrenhemd. Also nichts, was man jetzt nicht erkennen wird. Aber die umfasst die rohe Kante dieses Hemdteils, so dass man, wenn man von innen guckt nachher, man überhaupt keine raue, also unversäuberte Stoffkante mehr sieht, sondern die verschwindet in dieser Falte hier. Ganz genial, super einfach zu lösen und wie gesagt, sobald ich das nähe, zeige ich euch das. Jetzt habe ich erstmal nur das hier auch verstärkt, denn der Stoff ist ja relativ fein und da kommen natürlich dann Knopflöcher rein und da finde ich es schon schöner, wenn das auch entsprechend verstärkt ist. Nun habt ihr also einen ersten Eindruck von dem Shirt Nico und den Vorbereitungen vor dem Nähen, die ich getroffen habe. In der nächsten kleinen Folge werde ich euch zeigen, wie ich das vordere rechte und das vordere linke Oberteil, Vorderteil vernähe und ich hoffe, dass ihr mir dabei zuschaut. Bis zum nächsten Mal also, macht's gut!